Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 32 von Oxygen Not Included. Ja, wir wollen nach dem Wasser gucken, haben wir letztes Mal noch gesagt. Und auch die Farmen waren irgendwie mit der Bewässerung nicht richtig, weil ich glaube, wir brauchen Frischwasser und wir machen da gerade schmutziges Wasser hin. Da müssen wir nochmal gucken. Oder aber es könnte sein, dass andere Pflanzen hin müssen, die dann doch das mit dem schmutzigen Wasser auch nehmen. Das sehen wir aber alles gleich nach dem Intro, ne? Bis dann. So, dann sind wir drin, ne? Und schauen uns das mal an. Lass mal laufen hier und scrollen mal rein. Jetzt müssen wir nur gucken. Diese Pflanze ist eine Dornblüte. Verschmutzten Sauerstoff kann die brauchen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Hier steht das jetzt nicht so wirklich drin, ne? Muss mit Rohren bewässert werden, Flüssigkeitseingangsrohr. Vielleicht gehen wir mal auf Pflanzen. Dornenblüte. Wasser. Hier steht nur Wasser. Steht nicht, ob sauber, aber es wird sauber sein. Okay, das heißt, wir müssen hier nochmal dran. Ne? Und müssen die Leitung ändern, die da falsch ist. Ne? Ja, das würde bedeuten... Wir müssen auf Flüssigkeiten. Leider ist das jetzt da falsch. Obwohl es tatsächlich hier durchgeht, ne? Jetzt ist die Frage, ob sich das fortbewegen würde. Gute Frage, ne? Warte mal, von wo aus? Hier brauchst du auch nicht hin. Das würde bedeuten, wir müssen hier... in den Filter erstmal rein, ne? Sanitär. Rohr. Das war der Eingang, ne? Warte mal, das sehen wir ja hier. Hier ist der Ausgang. Hier ist das Eingang. Ne, das ist der Ausgang, das ist der Eingang. Das bedeutet, das muss so. Und das hier. Das. Das ist das Rohr, das zerlegen wir jetzt. Damit es da nicht mehr weiterfließt, weil das falsch ist. Glaube ich. Und diese Leitung, das ist Frischwasser. Da müssten wir eigentlich schauen, dass wir dieses dann da auch noch hinkriegen, weil das ist ja dann gefiltert, ne? Ja. Nochmal Sanitär, nochmal Leitung, nochmal hier. Das ist schmutziges Wasser, das könnte aber dann sauberes Wasser werden. Das wäre richtig und wir müssen das hier abbrechen. Und das wird zerlegt, dann passt das ja auch eigentlich, oder? Saubere Wasser käme hier hin. Und sauberes Wasser soll ja auch dahin kommen dann, ne? Dann würde ich das so machen, dass das so läuft erstmal. Okay, dann wäre das geklärt. Sauerstofftechnisch sieht es ganz gut aus. Hier unten haben wir auch ein bisschen was weitergebaut. Dieses hier klappt immer noch nicht, so wie es aussieht. Die Schleuse ist nicht gebaut. Ich mach die mal auf so. Die Pumpe ist fertig geworden, hat aber keinen Stromanschluss. Wie ist denn das mit Strom hier? Überhaupt keinen Stromanschluss, noch nicht mal ein Kabel gelegt. Kabel. Wäre dann... hier, oder? So, dann passt das. Das ist ja schon angeschlossen. Und hier oben. Das ist jetzt aber nicht überlastet, ne, oder? Oder doch schon wieder? Hm.
1000 Volt sind das ja. Ne, was sind's, ne? Ne, Joule. Hier haben wir 120, 360, 360, 600, 660. Okay, das ist aber noch gut. Dann fließt nur gerade kein Strom, oder wie sehe ich das? Weil niemand etwas braucht. Weder die Pumpe noch der Filter. Das ist erstmal gut so. Okay, da gibt's was. Neuer Planetoid entdeckt. Asteroid. Wo kann ich den sehen? Forschung abgeschlossen. Okay. Gehen wir erstmal hier rein und schauen, was die Blaupause uns bringt. Salzwasser, Oxyfarmsamen. Oder zwei Dupes. Beginnen mit einer Stufe 1 Fertigkeit. Okay, für Furztäufig. Aber das, ich glaube, wir haben schon genügend. Wir haben noch einen eingestellt, meine ich, denn sein Zimmer ist schon bald fertig. Und ich würde jetzt Oxyfarm drucken wollen, weil das vielleicht was bringt für uns noch. Sauerstoff. Und die Oxyfarm-Geschichte war ja Kohlendioxid in. Sag schon, Kohlendioxid liefert von Temperatur. Ja, das wäre das. Und das war hier unten, hatten wir doch schon einen, ne? Das ist ja doch hier Oxyfarm, ne? Man braucht Kohlendioxid, ja. Das würde bedeuten, wir müssen da noch eine weitere Farm bauen. Pflanzen, die wächst von da oben nach da unten. Dann würde ich sagen, graben wir erstmal hier was frei und sitzen dann da. Warte mal, das können wir erstmal noch abreißen, das wäre verkehrt. Nahrung, die Farm dahin. Passt. Sollte dann funktionieren, oder? Hier müssen wir definitiv dann die Temperatur noch senken, damit er da was wird, ne? 0 bis 40 Grad. Und wie warm ist es hier? 40,5 natürlich, ist klar. Was ist denn mit der manuellen Luftleitung? So, temperaturtechnisch steht da natürlich jetzt nichts, ne? Hier ist die spezifische Wärmekapazität. Wärmeleitfähigkeit. Okay, Ist jetzt fraglich, was da passiert oder nicht passiert, ne? Da wird die Schleuse jetzt gemacht. Und Ellie braucht hier ganz viel Luft. Ach, Ellie hat eine Maske auf. Aber kein Sauerstoff drin. Das hatte, glaube ich, der Mordrak mir geschrieben, ne? Ja, das wäre schlecht, wenn wir das jetzt hier natürlich sauerstofftechnisch nicht haben, ne? Warte mal. Wo ist hier Lüftung? Doch, ist da. Aber die zweite Maske ist nicht angeschlossen, oder? Doch, die sind hier rüber angeschlossen. Oh, er hat schon hier die ersten Erscheinungen. Trommelfell geplatzt oder so. Kann das sein? Nee, etwas anderes. Glitzer sprühen. Okay, das ist was anderes. Das ist vielleicht was Positives, ne? Ja, ich glaube, wir müssen mal hier... Wenn wir das schon machen, müssen wir das jetzt mal weiter vorantreiben, ne? Glaube ich. Und das ist aber deaktiviert eigentlich. Die nehmen trotzdem die Masken, gehen aber dann da durch und sind nicht kontrolliert oder sowas. Wartet auf Anlieferung.
Dann ist das hier eigentlich jetzt besser, dass wir es aktivieren, glaube ich, oder? Kann das sein? So, er arbeitet da, Frankie. Mach das mal zu. Achso, Forschung ist abgeschlossen, ne? Wo ist er denn jetzt? Da. Und den Gourmet-Ofen brauchen wir jetzt nicht. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? So, nee, das wollten wir jetzt nicht. Das wäre schon interessant, hatten wir, glaube ich, gesagt. Was haben wir hier? Das ist Handtaschenzieher an der Krankenstation. Was war das? Erzreiniger und Entsalzer. Hier ist ein isoliertes Rohr. Der Flüssigkeitstank. Ich glaube, da machen wir erstmal weiter. Ja. Wir brauchen die Toiletten unbedingt jetzt langsam, ne? Die hier schon gebaut ist. Aber da fehlt zum Beispiel hier noch ein Ausgussrohr. Mach das mal so. Und hier, ja, da können wir mal die Prioritäten gerade angucken, ne? Die sind alle auf 5. Bei den Rohren ist es ein bisschen anders. Ich mache mal jetzt hier auf 6. Und dann gucken wir, dass das weitergebaut wird. Hier ist es schon an. Also Ellie hat jetzt die Maske auf, ne? Und geht da jetzt durch. Ellie hat das Problem mit der Maske, dass sie die aufhat, ne? Ja, da müssen wir mal ganz schnell schauen, dass das jetzt mal besser wird. Jetzt geh da mal durch, Ellie, und werd die Maske endlich los. Ich weiß nicht, wo die Maske weg hatte. Das hatte der Mordrak auch schon, glaub ich, gefragt. Die ist auch nicht zugewiesen irgendwem. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie das da kommt oder nicht kommt. Es wäre sinnig, wenn die jetzt da reinkommt, oder? Damit sie sich mit Sauerstoff auffüllen kann. So, hier runter kann jetzt keiner gehen, weil keine Masken da sind, glaube ich. Und hier geht, doch, hier gehen welche. Machen wir mal 3 Stück da oben erstmal. Jetzt war Ellie da durchgegangen, oder? Oder wer es auch immer ist. Ne, Catalina war es. Ach so, weil hier die Toilette noch offen ist. Lassen wir erstmal so. Bis das hier mit der Geschichte geklärt ist, ne? Die Pumpe braucht da definitiv noch Strom. Hier ist es irgendwas am Vergammeln. Granit. Aufräumen. Und da müssten wir eigentlich mal wischen. Da hat ja einer noch eine Sauerei gemacht, die schon etwas länger her ist, oder wie war das? War nicht so dolle, ne? Wer schläft jetzt hier? Frankie. Das ist niemandem zugewiesen und die Toilette auch niemandem zugewiesen. Dann lassen wir das auch erstmal so. Und würden jetzt die Prioritäten daneben noch auf 6 stellen, damit das fertig wird. Hier sollen Ziegel hin, dann passt das. Okay. Die sind hier, das passt auch soweit erstmal. Also das Oxylit. Ist da unten schon die Farm fertig? Nein. Machen wir Prio hoch, damit wir das da hinkriegen.
Temperatur ist wahrscheinlich immer noch schäbig hier. 40,5, okay. Vielleicht sollten wir da die Prio höher setzen auf 6, damit die Isolation hier besser wird. Da muss noch eine Tür hin, eine Schleuse. Was haben wir denn hier? Möbel. Ach so, die Dekorationen sind noch alle da. Ja, komm, klicken wir sie gerade alle an. Passt. Und die Basis. Könnte nicht passieren. Manuelle Schleuse. Ich glaube, wir machen hier mal die manuelle Schleuse hin. Die machen wir auch auf 6 gerade. Gut, okay. Hier ist noch eine Aufgabe, oder? Bereits untersucht. Okay. Diese Tür kann nicht manuell kontrolliert werden. Okay. Hier können wir mal die Prio auf 6 setzen. Und ist irgendwo noch was zum Wegräumen? Ja, hier. Verschmutzte Erde, wir haben nicht genug Kompost. Wenn das weg ist, ne? Ah ne, das ist nicht weg, weil das müssen wir behalten. Kompost passt da nicht hin, weil der ist 2 groß, oder? Ja. Ist jetzt nicht so ideal. Müsste man den Eingang eigentlich hier weiter runterziehen, das mag ich aber nicht unbedingt. Aber wir können den Eingang hier runterziehen. Das machen wir noch schnell. Den zerlegen wir. Und wenn er zerlegt ist, kommt da die Treppe hin. Und das hier, ja, machen wir dann weg und dann müssen wir da dran arbeiten, ne? Gereizte Lungen waren da. Von dem Chlorgas wahrscheinlich hier drinnen, ne? Okay, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir haben natürlich mit dem Wasser nichts gemacht. Hier haben wir ein bisschen was gemacht. Allerdings das Frischwasser, das müssen wir dann nochmal in der nächsten Folge uns kümmern. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.